Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muddibärenbande. Wir sind heute beim 73. Tag, dem 27.11. und wir spielen gegen Zerg. Phoenix. Ein Phoenix, der Zerg ist. Cool. Phoenix Protoss. Protoss spielt niemals Zerg. Naja, auch nicht wahr. Wir spielen gegen Zerg, habe ich einen neuen schönen Two-Boy Soul in, aber den möchte ich erstmal hier nicht spielen. Der ist ziemlich hart. Aber den habe ich noch nicht intus. Und den werde ich wahrscheinlich euch dann mal in die Tage zeigen. Deswegen spielen wir erstmal normal. Der Tugel ist aber dann dreht sich auf jeden Fall um Tempest. Und der ist richtig böse. Vor allem auf der, da gibt es da eine Map, die ist ideal für Flieger. Und das ist die so hart. Das ist so hart mit dem Tempest. So, einmal rein rausen. So, wie sieht's aus? Pool for Hedge. Pool, ziemlich früher Pool. Dann schicken wir unsere Sonde wieder runter. Dann versuchen wir ihm noch die Dings zu klären. Und machen Cannons. Könnt ihr echt komplett zumachen. Hm. Die ballte ich jetzt auch meine Sonde erstmal unten. Okay, wird ein One-Base-All-In, so wie das ausschaut. Mal reingucken. So. Noch was oder nicht? Das kann auch nicht sein, das ist nur ein. So, wir wollen noch erkennen. Und jetzt bauen wir weiter Sonden. Da ist die Exo. Ihr habt nicht genügend mit mein Leben für Ajur. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Und dann die Pylonen vergessen. Der bleibt da. So, und jetzt müssen wir selber eine Echse nehmen. Dupidu. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Tja, Kennen ist fertig. Schaden anrichten. Tja, die ignoriert anscheinend auch. Na, die hat er noch nicht gesehen, die kennen. Also, alles gut für uns. Tja. Ja, wir haben glaube ich, ein bisschen zu viel Gas. Ihr habt nicht genug Forschung abgeschlossen. Ihr habt nicht. So. Hat auf jeden Fall einen Haufen Linge gebaut. Da hab ich schon erforscht. Stimmt, sehe ich jetzt gerade. Basis wird angegriffen. Ist halt so. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So,
Und boosten noch mal unseren ganzen Kram. Damit es ja auch lohnt. Was sind die 150? Ne, kosten die 150. Ich habe jetzt zwar einen Pre-Patch, da hat die 150 gekostet. Ja, ist also nicht so weiter wild. Wir werden eh gleich seine Base verkicken. Wie kann ich euch helfen? Die Sterne stehen gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, mal gucken, ob wir seine Base kriegen. Der Weg ist klar. Wir nicht. Ich verstehe. Es ist vorherbestimmt. Ja, das hätte nicht sein müssen. Orakel empfangsbereit. Ah, wir haben ja auch ein Orakel. Unsere Schicksale sind verbunden. Ah, das haben sie, glaube ich, billiger gemacht. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich brauche einen Pylon. Natürlich nicht der. Der soll einen Pylon bauen. Teleportation erfolgreich. Sera weg. Wir sind. Ich werde nämlich halt unten in die Ecke, sind mir doch wurscht. Nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mein Leben für Ajur. Sein sollte. Wie kann ich euch helfen? Ich bin hier in den Schatten. Die Sterne stehen ein Omen. So, ich habe gerade viel zu viel Minereien. Ich habe keine Gates baue gerade. Nasuktai, wir deuten. Nicht genügend Energie. Mein Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Lasst uns beginnen. Die Stränge des Schicksals. Der Weg ist klar. Es ist gut. Ach, was macht er denn? Sira weg, Krayor. Ich fühle mich. Forschung. Ich sehne mich nach dem Kampf. Ihr habt mich. Mein Leben für Ajur. Sha'azul, du Templari. Verstanden. Ich werde auf Siegen. Für die Ehre. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Ich muss jetzt irgendwie stacken. Kann ich den dann zurückrufen? Was weiß ich. Können Sie ruhig abräumen. Erneut diene ich. Was ist denn hier nicht mehr rein? Nicht genügend Energie. Ihr
genügend Mineral, nicht genügend Energie. So, wir brauchen das. Durchgeführt. Ich sehe nämlich nach dem Kampf. Mal gucken, ob er hier noch nichts hat. Erneut diene ich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Locker ist scheiße. Verstanden. Locker sind richtig asozial. Die Himmel warten. Sharazul du Templari. Aber rasch. Basis wird angegriffen. Wo verbirgt sich der Feind? Ich füge mich. Dort fällt online. Ich durchstreife die Galaxis. Siravek, Krayor. Ich sehne mich nach dem Kampf. Überrascht. Ich füge. Rohfeld, Zeit für den Kampf. Mein Leben für Ajur. Rohfeld. Das ist ja wirklich an. Shit. Ach, warum ich das auch noch nicht erforschen gebaut? Ich sehne mich nach dem Kampf. Scheiß Lurker. Mineralienfeld erschöpft. Wie ihr befehlt. Upgrade durchgeführt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Ich nicht langsam mal, noch lange nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Ich hab so wenig Mineralien, scheiße. Kassar, die Templari. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar, die Templari. Kassar. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar, die Templar, erneut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was ist euer Leben? Ihr benötigt mehr Vespina. Kassar, die Templar. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur! Ich vernahm euch. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Ich bin hier als Menschenschatten. Ulak. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mehr Vespingas. Jetzt bin ich gar nicht, ich weiß so wenig. Ich glaube, das Spiel ist auf jeden Fall durch. Mineralienfeld erschöpft. Ich glaube, aber mein Gegner hat immer auch nicht so viele Echsen. Mineralienfeld erschöpft. Entaro Tassava. Einigkeit mit Stärke. Ulak Satan. Ich füge mich. Kassar, die Templari. Wir, unsere Gedanken, sind eins. Ich vernahm euren Ruf. Mein Aufwand. Entaro Tassara. Erklärt euch. Wir können nicht standhalten. Ich. Ja, die hat jetzt auch noch abgeschlossen. Einigkeit liegt Stärke. Upgrade durchgeführt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein
nicht genügend Mineralien. Ich habe nicht mehr viel übrig. Gibt es war Sätze. Wir. Ach, dass man da auch nicht rauskommt, ey, mit deinen Arkans. Meine Aufgabe. Wenn du sterblich am Sauer wirst, komplett, also. So diene ich. Er hat aber auch nicht mehr viel, also. Wir stellen uns der Dunkel. Vespin-Geysir erschöpft. Erklärt euch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Oh, ich bin echt mit eigenen Pfeilen verkackt. Euer Denken. Herr. Vespin-Geysir erschöpft. Kassar die Templari. Ich füge mich. Ich finde, muss man echt asozial. Angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben. Ihr Basis wird angegriffen. Ja. Mein Fum. Wir stellen uns der Dunkelheit. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Schade. GG. Da war auch immer so Meister, unser Dia 1 Platz weg. Nur weil ich vergessen habe, meinen Twilight zu setzen. So ein Mist. So ein Mist. Jetzt brauchen wir wieder zwei Spiele, um wieder aufzusteigen. Naja, noch ein schnelles Spiel mal. Ich hätte doch Tempest spielen sollen. Hm? Gut, dann muss ich euch leider abspeisen mit diesem einen Spiel, weil ich muss mich gerade um meinen Hundi kümmern, der muss nämlich gerade auf Toilette. Und ja, würde sagen, morgen gibt es wieder mehr Spiele. Tut mir leid für heute nur mit einem Spiel und leider auch nicht Dia 1. Aber dafür sehen wir uns dann morgen und ja, bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Mutti-Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti-Bären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti-Bär. Tschüss, tschüss.